Wir sind beim Pfingstturnier der SG Hackenberg, Joachim Weber der SG Hackenberg. Ja, das Turnier ist traditionell bekannt, aber Werbung gehört trotzdem auch immer noch mit dazu. Natürlich gehört die Werbung dazu. Wir haben aber diesmal entschieden, dass wir die DIN A3 Plakate, die wir dann selbst herstellen, außer Acht lassen, weil der finanzielle Aufwand und der zeitliche Aufwand, Aufhängung am Laternenmasten, Straßen ins Protokoll einschreiben, kostet verdammt viel Zeit, und deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir das nicht. Wir liefen über Facebook, über Instagram, Internetseite der SG Hackenberg. Vorbericht von euch natürlich, vom RGA. Also die Werbung war einfach top. Es gibt in Nennep eine prominente Stelle an der Trecknase, wo man groß Werbung machen kann. Das war aber dieses Jahr ein bisschen schwierig. Das war nicht schwierig, das war ärgerlich. Das bin ich persönlich bin verdammt sauer. Förder- und Verkehrsverein Lennep, die wir angeschrieben haben per Mail mit Datum, Aufhängung, Abhängung, wo wir gar keine Antwort bekommen haben. Und durch die Firma Books, wo wir dann auch Beziehungen haben, haben wir erfahren, dass vom Verein und speziell vom Herrn Kreuzer eine Absage kam, weil angeblich die Termine ausgebucht waren. So wie ich das heute Morgen noch gesehen habe, hängt immer noch herzlich willkommen in Lennep. Deswegen frage ich mich, was das soll. Und wenn die Zusammenarbeit zwischen Vereinen vom Herr Kreuzer Seite so aussehen sollte, dann sage ich mal, ich danke für alles und die erste Hackenberg wird sich daraus klinken. Ja, dann danke ich dir für die Stimme. Also, vielleicht ist es mal wert, darüber nachzudenken, wie die Zusammenarbeit der Vereine in Zukunft weiter aussehen soll.